Gut, da werden wir hier den Dirty Harry verlassen. Ein Foto haben wir jetzt eh gemacht. Können wir eigentlich die Leichen anschauen? Na, no, so. Nicht wirklich, nein, so ist der Dirty Harry. Lasst uns eh nicht weitere. Vielleicht. Reden wir Stimmt es, dass jemand den Täter gesehen hat? Ja, die Dame in Wohnung Nummer 12, ein Stockwerk tiefer. Was hat sie gesagt? Sie ist im Gang an Dupree vorbeigegangen, etwa um die Tatzeit. Ich würde sie gerne sprechen. Ist sie zu Hause oder auf der Polizeistation? Sie ist zu Hause, aber sehr verängstigt. Wie heißt sie? Agnes Grouchet. Ich versuche, mit ihr zu sprechen. Auf Wiedersehen. Ich spreche mit der Frau. Ich weiß nicht, ob sie bereit ist, mit Ihnen zu reden. Naja. Schauen wir mal. Weiteres ist das da, oder? Guten Abend, mein Name ist Nicole Bonnet. Ich würde gerne kurz mit Ihnen sprechen. Madame Grouchet? Es tut mir leid, dass ich Sie so spät noch belästigen muss, aber ich muss mit Ihnen über den Mordfall sprechen. Ich habe doch schon alles gesagt und jetzt lassen Sie mich in Frieden. Nur ein paar Fragen. Ich kenne Sie nicht. Ich muss mit Ihnen über den Mord reden. Lassen Sie mich in Ruhe. Polizisten. Ein paar Fragen. Inspektor Petit ist beschäftigt, aber er hat mich geschickt, um Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Lassen Sie mich schlafen. Ich bin völlig am Ende nach allem, was passiert ist. Madame Gaucher, es tut mir leid, aber es ist wichtig. Dieser Mann darf nicht frei herumlaufen. Vielleicht retten wir jemandem das Leben. Jesus! Und mein Leben zählt wohl nicht? Sie sind in Sicherheit. Da. Haben Sie ihn denn gesehen? Er rannte raus, als hätte er es eilig, seine Geliebte zu sehen. Ich habe ihn nur von hinten gesehen, aber es war ganz sicher dieser Amerikaner. Jack Dupree? Ja, er war angezogen wie immer. Selbe Größe, selbe Haarfarbe. Das habe ich doch alles dem Inspektor schon gesagt. Ja. Was für ein Mensch war dieser Dupree? Davor? Er war nett, aber hat nie viel gesprochen. Er konnte nicht besonders gut Französisch sprechen. Und ist Ihnen irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen, außer dass er in Eile war? Ich weiß nicht. Irgendetwas Metallisches fiel auf den Boden, als hätte er seine Schlüssel verloren. Aber es war kaum zu hören. Danke für die Info. Danke. Schlafen Sie gut. Ohne meine Tabletten kann ich sowieso nicht schlafen. Naja, jetzt lassen wir die arme Frau in Ruhe, weil die kann uns eh nicht mehr helfen. Oder hat uns eh schon viel geholfen, sage ich einmal so. Die arme Frau. Ja, wo gehen wir denn? Straßengulli da mal anschauen. Goldarmband. Ich komme nicht dran. Ohne Werkzeug werde ich das Metallgitter nicht anheben können. Ohne Werkzeug werde ich das Metallgitter nicht anheben können. Na, die Frau fangen wir jetzt bitte nicht. Also, die Frau, die ist eh schon Stroh. Wir fangen den netten Polizisten da. Hinter Ihnen ist ein Werkzeugkasten. Ein Werkzeugkasten? Ach ja. Kann ich kurz hineinsehen? Besser nicht. Der gehört Michel, dem Techniker. Wenn jemand seine Sachen durcheinander bringt, rastet er aus. Kann ich mal in den Werkzeugkasten sehen? Nein, Michel würde das nicht erlauben. Zeitung. Die Pizza, die Zeitung da.
Ich frage mich, ob hier irgendetwas Interessantes drin steht. Warte mal. Eine alte Ausgabe der Lokalzeitung. Eine alte Ausgabe der Lokalzeitung. Zeitung. Okay. Ausgang nach oben, das heißt, diese Zeitung bietet es dir mal. Wir brauchen eine andere Lösung. Ja. Warte mal. Zeitung, oder? Haben Sie schon gelesen, was man über Sie schreibt? Was? Wo? Es heißt, dass die Polizei völlig im Dunkeln tappt. Es ist wirklich ziemlich dunkel hier. Was für ein Trottel. Ich frage mich, ob sie verschlossen ist. Was für ein Trottel. Was für Schätze. Wonach habe ich nochmal gesucht? Wenn ich keine neuen Beweise finde, kann ich wenigstens meine Butterbrote einpacken. Okay. Das ist ja nichts mehr, oder? Danke, Michel. Danke. Schnucki, danke. Was für ein Trottel. Lass sie von einer Frau ablenken. Naja. Zunächst werden wir mal den Schraubenzieher anwenden. Na, klar. Beweisbeutel mit dem da. Vorhin war ein Mann hier, der Sie dringend sehen wollte. Wer war das? Ich glaube, ein Amerikaner. Er wollte nicht auf Sie warten, also hinterließ er einen Brief für Sie. Gut, ich lese ihn, sobald ich zurück bin. Würden Sie mir ein Taxi rufen? Es kommt gleich jemand. Vielen Dank. Keine Ursache. Okay. Das ist ja gar nicht Fingerabdruckfolie. Könnte ich diesen Brief haben? Bitte. Und dieser Mann hat sich nicht vorgestellt? Nein, er war sehr nervös. Das ist ja interessant. Danke. Ich bin unschuldig. Treffen an der Pont des Invalides um 23 Uhr. Bitte keine Polizei. Jack Dupree. Ich werde mich mit ihm treffen. Vielleicht ist er ja unschuldig. So, mein Pierre. Der Brief passt nicht zu dem Profil eines Serienmörders. Der arme Pierre. Und wieder Taxi. Wo ist die Pont des Invalides? Oh, die ist ziemlich weit weg. Sie nehmen besser ein Taxi. Würden Sie mir bitte eins rufen? Für wann? Für sofort. Ich rufe an. Ist man in Amerika eigentlich nicht zu Abend? Aha. Oh, das habe ich völlig vergessen. Sie werden noch verhungern. Ich verspreche, dass ich etwas esse, wenn ich zurück bin. Gut, ich nehme Sie beim Wort. Gibt es hier überhaupt noch Cafés, die aussehen wie aus dem frühen 20. Jahrhundert? Wenn Sie die Atmosphäre des alten Montmartre erleben möchten, können Sie ins Lapin Agile gehen. Lapin Agile? Hat das etwas mit der dekadenten La Bohème zu tun? Ja, das Kabarett wurde durch seine Stammkunden wie Pablo Picasso oder Utrillo unsterblich. Ja, ich erinnere mich. Dieses auffällige Gebäude an der steilen kleinen Straße? Genau das. Dort können Sie in wunderbarer Atmosphäre alte Pariser Chansons hören. Sehr empfehlenswert. Danke, das war alles. Auf Zimmername. Das machen viele nicht. Sie
Sie sind abgeschickt. Jetzt kümmern sich unsere Spezialisten um die Bilder. Ja, ja. Das ist halt das Problem, was viele nicht vergessen, die Bilder abzuschicken. Vielleicht sollte ich meinen Laptop nehmen. Ich werde Jacks Erklärungen sofort aufschreiben. Vielleicht sollte ich meinen Laptop nehmen. Ich werde... Was? Okay, wollen wir den Laptop auch mitnehmen? Vielleicht sollte ich den Laptop mitnehmen. Dann könnte ich das Gespräch aufschreiben, ohne ins Hotel zurückkehren zu müssen. Und könnte dann ein wenig an der Seine spazieren gehen. Okay. Dann nehmen wir heute den Laptop jetzt mit. Ein Laptop. Ich muss mich umziehen. Ich laufe doch nicht im Anzug durch Paris. Ja. Ja. Ist dir überlassen. Jeans und meine Lieblingsjacke. Das ist schon viel bequemer. Jeans und deine Lieblings. Naja, wie sie meint, die Gute. Ich brauche Ihre Hilfe. Sie sollten sich freiwillig der Polizei stellen. Ich bin Amerikaner, wie Sie. Ich werde das Konsulat informieren. Es wird dafür sorgen, dass Sie Rechtsberatung und Kontakt mit Ihrer Familie bekommen. Ich stecke schon zu tief drin. Jemand will mich reinlegen. Warum sollte ich Ihnen glauben? Die Briefe. Es hat alles mit diesen verdammten Briefen angefangen, die ich in New Orleans bekommen habe. Die Polizei wird Sie sicherlich berücksichtigen. Ich kann Ihnen nicht helfen. Sie müssen sie sich ansehen. Ich habe sie in meiner Wohnung. Hat Sie niemand darüber informiert, dass Sie hier keine Ermittlungen anstellen dürfen? Wenn Sie auf Jack Dupree anspielen, wir haben nur ein paar Worte gewechselt. Es ist mir egal, wie viele Worte Sie gewechselt haben. Das Problem ist, dass Sie ihn überhaupt getroffen haben. Er bat mich um ein Treffen. Und warum hat... Das war nicht meine. Die hat der Angreifer fallen gelassen. Ich will auf meinen Straßen keine Cowboys, die sich gegenseitig erschießen. Verstanden? Ja, verstanden. Sie erschießen sich lieber ohne mich. Ich bin zwar nur ein Polizist von vielen hier in Paris, aber ich versichere Ihnen, dass bei diesem Fall die gesamte Pariser Polizei hinter mir steht. Glückwunsch. Ich gebe Ihnen einen Rat. Gehen Sie in Ihr Hotel und packen Sie Ihre Sachen. Einer meiner Kollegen fährt Sie dann zum Flughafen. Und eins noch. Alle Beweismittel bleiben hier. Naja, müssen wir doch ins Hotel gehen. Der Columbo ein bisschen angefressen auf uns. Und da werden wir dann das nächste Mal weiterspielen. Okay. Tschüssi. Ciao.